Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin nun in der Tat unzuständig für dieses Thema. Ja, aber mein zuständiger Nachfolger und Kollege, den habe ich zwar verzweifelt versucht zu überzeugen, dass er das heute Abend machen müsse, aber er hat gesagt, er habe beim besten Willen, das stimmt, er ist einfach terminlich verhindert. Und dann hat er gesagt, es sei schließlich mein Risiko gewesen, diesen Termin zuzusagen und einzugehen, nun muss ich halt auch ausbaden. Nicht? Bringt mich zu meiner zweiten persönlichen Bemerkung, die ich Ihnen auch machen möchte. Es ist ja nicht schlecht, wenn man sich für das Thema demografischer Wandel und Herausforderungen auch der älter werdenden Gesellschaft einen Älteren nimmt. Nicht? Das hat im Übrigen den Vorzug, als ich kurz nach Ihrer Geburt wahrscheinlich, vor 25 Jahren als Chef des Kanzleramtes, das war ich damals auch mal gewesen, habe ich mal gefragt, wer ist denn eigentlich in der Regierung für demografische Fragen zuständig? Sie werden lachen, vor kurzem hat mir der jetzige Chef des Kanzleramtes wieder die Frage gestellt, wer ist denn zuständig? Und dann habe ich gesagt, der Innenminister. Damals war die Antwort, die ich dort bekommen habe, vor 25 Jahren, auch der Innenminister. Und dann habe ich mit dem damaligen Bundesinnenminister, Fritz Zimmermann, geredet und er hat gesagt, ja, ja, ich bin da schon zuständig, aber Wolfgang, weißt du, du bist ein junger Mann, so schnell geht's, da lass mal besser die Finger davon. Denn dieses Thema ist durch Hitler so diskreditiert, ja, und damit sind wir schon bei einem Punkt, warum wir uns zu spät in Deutschland mit diesen Fragen überhaupt beschäftigt haben. Es ist so diskreditiert durch Hitler, dass es am besten, also das Gescheitste ist, man lässt die Finger von diesem Thema. Naja. Es ist mit dieser Entwicklung, mit der demografischen Entwicklung, von der ist ja nun von Frau Flick und von Herrn von Weizsäcker schon fast alles, was zur tatsächlichen Entwicklung zu sagen ist, gesagt. Ja, so wie mit vielen Entwicklungen. Lange Zeit verlaufen sie fast unbemerkt von der Öffentlichkeit. Und sie werden deshalb auch lange Zeit unterschätzt. Aber irgendwann werden sie dann doch virulent und dann ist man auch in der Gefahr, dass man so dramatisiert, dass man vor Verzweiflung fast schon wieder sich, ja, was soll man nun machen? Hilft uns ja nichts, nicht? Das Statistische Bundesamt, das gehört auch zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministers, hat in dieser Tage eine neue Berechnung gegeben. Die machen gar nicht so viele Prognosen, die rechnen einfach nur ziemlich solide und da hilft dann auch nicht zu viel. Allzu sehr kann man die Zahlen dann auch nicht bestreiten. Die Kinder, die heute nicht geboren werden, werden in 30 Jahren auch bei den 30-Jährigen nicht vorhanden sein. Es sei denn, wir werden das durch Migration ein Stück weit ausgleichen oder nicht. Das ist schon die eine der großen Stellschrauben. Im Übrigen ist das wahr. Man muss, ehe man die schrumpfende Bevölkerung als das Größte der schwarzen Wolken betrachtet, dann sagen global, global, sagen viele Experten, ich habe die Axt im Haus, der spart den Zimmermann, ich habe meine häuslichen Erfahrungen. Eins der ganz großen Menschheitsprobleme sei die, nicht die schrumpfende Bevölkerungszahl, sondern die zunehmende. Und natürlich wird eins unserer großen Probleme in Europa und in Deutschland der damit verbundene zunehmende, ob es uns gefällt oder nicht, meine Damen und Herren, Migrationsdruck und die sich daraus ergebenden Probleme sein. Auch dieses ist alles wahr. Ich brauche Ihnen also nicht noch einmal die Zahlen sagen. Ich habe mir das vorsichtshalber sorgfältig vom Innenministerium ausarbeiten lassen. Für die Lektion zum Zwecke der Veröffentlichung kriegen Sie auch mein Manuskript. Aber es ist so, wir haben eine relativ geringe Geburtenrate. Die rechnet man ja, die Zahl der Kinder, die pro Frau geboren werden. Weil allen modernen Entwicklungen zum Trotz ist es immer noch so altmodisch, dass die Kinder von den Frauen geboren werden oder nicht. Und deswegen ist diese Zahl, die liegt relativ nieder. Und sie führt natürlich ganz zwangsläufig dazu, Manfred Kander, der Innenminister in den 90er Jahren, hat mit dem Untertunnelungsmodell viele
Fragen behandelt und auch in Angriff genommen. Da gibt es auch viele gute Ansätze. Ich habe ihn immer dann gefragt, ja, wann ist der Tunnel, wann kommt der Tunnel aus dem Berg? Denn das setzt dann in der Tat voraus, dass das U von Herrn Faubel sich verwirklicht. Aber auch da gilt natürlich der Satz von Mark Twain, die Vorhersagen sind schwierig, insbesondere in Bezug auf die Zukunft. Nicht? Das ist so. Also jedenfalls haben wir eine Geburtenrate in Deutschland, in Europa zum Teil ein bisschen unterschiedlich. In der Tat, einige Länder, die sich länger darauf eingestellt haben, auch auf die veränderten Rollen von Männern und Frauen. Das war wahrscheinlich das größere Punkt. Die skandinavischen, Frankreich, haben eine andere. Und ja, langfristig wohl insgesamt doch etwas weniger Probleme verursachende Fertilitätsrate, so, die muss nicht über 2 liegen. Bei 2 sagt man eine Stabilität, bei über 2 nimmt es zu, na, dann tragen wir zu dem Bevölkerungswachstum bei. 7 Milliarden sind wir jetzt, demnächst werden es 9, 10, je nachdem, wie die Bevölkerungsprognosen sind, auch die können sich widerlegen. Aber nicht zu schneller Rückgang, sondern ein eher etwas stabilerer. Ob sich dies wieder ändert, weiß man nicht genau. Wird man sehen, wenn man es verlangsamen kann, hat es natürlich sehr viele positive Aspekte. Ich will auch gleich die Bemerkung hinzufügen, die etwas oberflächlichen und manchmal mich schon fast anrührenden, ich habe auch 20 Jahre Migrationsdebatte schon hinter mir und manches daran kam mir dann gelegentlich schon auch eher naiv als wirklich weiterführend vor. Man könne das Problem durch Migration so einfach lösen. Die müssen wissen, wenn wir, das haben die Vereinten Nationen berechnet, das ist also nach den Regeln der Political Correctness nicht zu bestreiten, wenn wir unser Verhältnis zwischen Rentnern und Erwerbstätigen bei konstantem Renteneintrittsalter konstant halten wollten, bräuchten wir nach Deutschland eine Zuwanderung von jährlich 3 Millionen Menschen. Viel Vergnügen. Wer dieses meistern will unter der Prämisse, dass man ein gewisses Mindestmaß an sozialer und politischer Stabilität und allem anderen nicht zu reden aufrechterhalten will. Im Übrigen muss man auch wissen, jede Migrationsbevölkerung passt sich spätestens in der zweiten Generation in ihrem regenerativen Verhalten der Bevölkerung an. Da funktioniert die Integration schneller als auf manchen anderen Gebieten. Nicht? Der Spracherwerb ist zum Teil noch nicht geschafft, ist das regenerative Verhalten schon einigermaßen angepasst. Also sind es immer nur kurzfristige Maßnahmen, nichtsdestoweniger, ich sagte das, der Migrationsdruck ist ganz unabweislich. Er wird zunehmen und es spricht alles dafür jetzt, aber die Bemerkung mache ich nur so am Rande. Er spricht alles dafür, dass wir uns auf steigenden Integrationsbedarf, und die Debatte kenne ich auch, wir sollten doch endlich mal eine offensivere, intelligentere Zuwanderungspolitik machen, die Leute uns aussuchen und so weiter. Ich habe immer gesagt, wir haben aber mit denen, die wir uns gar nicht ausgesucht haben, von denen mir aber keiner sagt, wie wir sie denn nicht hier haben sollten, schon genügend Probleme, wie viel dürfen es denn zusätzlich sein? Das war schon in den 80er und 90er Jahren die tolle Debatte über Quoten, die man einführen soll. Und da sage ich, welche Quote über null? Da hatten wir nämlich gerade eine Zuwanderung von jährlich knapp unter einer Million, 800.000 oder so. Und das Land ächzte unter zu hoher Zuwanderung. Also welche Quote zusätzlich? Auch frage ich. Jede künftige Berücksichtigung der zwangsläufigen Folgen der demografischen Entwicklung in Bezug auf die Migration, und zwar demografische Entwicklung national wie weltweit, muss zu dem alternativlosen Schluss kommen, lass uns unsere Integrationsprobleme so rasch wie möglich, so gut wie irgend möglich lösen, damit wir uns unter der Bewahrung politischer, sozialer Stabilität auf stärkere Mobilität in der Zukunft vorbereiten. Aber lass uns den einen Schritt nach dem anderen tun, weil anders werden wir eher in zusätzliche Schwierigkeiten kommen. Ich muss wahrscheinlich auch nicht, nachdem Sie auch in Conburgo sich schon so intensiv mit den Fragen beschäftigt haben,
nun lange darlegen, dass demografische Entwicklung auf nahezu alle Lebensbereiche erhebliche Auswirkungen haben wird. Und ich glaube nun in der Tat, wie Herr von Weizsäcker auch, dass die Auswirkungen auf Renten- und Gesundheitssysteme, Arbeitsmarkt- und wirtschaftliche Entwicklungen, Bildungssysteme und so weiter auch wichtig sind. Aber möglicherweise sind die Auswirkungen auf die innere, ich sage immer psychosoziale Verfassung einer Gesellschaft noch viel größer, stärker zu betrachten. Ältere haben kürzere Verfallszeiten, haben weniger Zukunftsorientierung, haben andere Betrachtungsweisen. Sie haben das an ein Problem der Staatsfinanzen schön angedeutet. Auch die Dinge muss man ein Stück weit bedenken, wobei es natürlich so ist. In dem Moment, wo wir solche Dinge wahrnehmen, auch öffentlich kommunizieren und diskutieren, ist ein Teil der Gefahr vielleicht schon ein Stück weit widerlegt, weil durch Reflexion und Diskussion kann man ja solche Entwicklungen auch die sind ja nicht unabänderlich, entgegenwirken. Wir werden natürlich die Auswirkungen auf Renten- und Gesundheitssysteme in den kommenden Jahren alle kennen, das muss man gar nicht lange sein. Ich will nur hinzufügen, wir sind im Vergleich der OECD-Staaten in unseren öffentlichen Systemen besser vorbereitet, auch in unseren öffentlichen Haushalten. Man glaubt es kaum, das ist aber wahr. Und die Untersuchung war zu Zeiten meines Amtsvorgängers als Bundesfinanzminister Gegenstand von Kabinettsberatungen. Deswegen kann ich Sie ohne jede Eitelkeit hier persönlich zitieren. Wir sind besser auf die Herausforderungen der Demokratie, relativ besser vorbereitet als die meisten vergleichbaren OECD-Länder. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren das tatsächliche Eintrittsalter im öffentlichen Bereich, also Angestellte und Beamte von Bund und Ländern, das tatsächliche Ruhestandseintrittsalter wesentlich dem gesetzlichen Eintrittsalter näher gebracht, in einem Ausmaß, wie es die wenigsten glauben würden. Und allen kurzfristigen Entwicklungen am Arbeitsmarkt zum Trotz ist auch das Renteneintrittsalter sehr wohl am Steigen. Und in der Tat, wenn wir nur schaffen, was ja eine kleine Maßnahme war, obwohl Sie noch einmal in die Wahlprogramme aller Parteien schauen sollten, die sind ja noch in den Archiven zu finden. Ich hoffe, sie sind alle in den Archiven und nicht mehr zu sehr Handlungsanweisungen von praktischer Politik. Da kann man nicht zu viel damit machen. Was zum Thema Rente mit 67 gesagt worden ist und was es für innere Verwerfungen für große Volksparteien oder volksparteiähnliche Gebilde verursacht, daran festzuhalten, dass man in einem Zeitraum von 24 Jahren, ja, und darum geht's, das Schreckgemälde von der Rente mit 67 bedeutet, dass wir, Müntefering sei wirklich Ruhm und Ehre, dass er den Mut hatte, es einzuführen und durchzuhalten. Dafür ist er zu Unrecht von vielen geprügelt worden. Aber ich finde, es ist nach wie vor nichts Unzumutbares zu sagen. Also pro Jahr ein Monat steigern wir das Rentenalter, sodass wir in 24 Jahren, nicht zweimal 12, werden wir dann beim Renteneintrittsalter 67 angelangt sein. Das ist langsamer, als die Lebenserwartung steigt. Nicht? Ja. Oder ungefähr im selben Tempo, in dem die Lebenserwartung steht. Wir haben im Rentenversicherungssystem nicht allzu viele Alternativen. Wir können die Beiträge erhöhen, wir können die Steuerzuschüsse, aber die liegen schon. Jetzt kommt der Finanzminister bei über 80 Milliarden Euro, der mit Abstand größte Einzelposten im Bundeshaushalt. Richtig erfreulich für einen Bundesfinanzminister, weil er politisch praktisch unabänderlich ist, allenfalls nach oben verändert werden kann. Wir könnten das Rentenniveau senken, viel Vergnügen. Und die Debatte über die Lebensarbeitszeit habe ich schon gesprochen. Übrigens schimpfen Sie nicht auf die Politik. Ich höre manchmal von Unternehmern oder aus unternehmerischen Kreisen, die Politiker können mal alle vergessen, die schielen nur auf Mehrheiten. Dann pflege ich zu sagen, ja, was sollen Sie denn in der Demokratieverflucht noch mal anderes machen? Sollen Sie etwa sagen, viel Feind, viel Ehr, das hat in Deutschland auch einer versucht.
ist uns auch nicht so gut bekommen und anderes geht auch nicht. Im Übrigen, was machen denn Unternehmer, wenn ich denen vorwerfe, ihr schielt nur auf den Erfolg am Markt? Ihr seid nur interessiert am Absatz, an Kunden. Ja, ist das auch ein Vorwurf? Jedenfalls kein begründeter, nicht? Wir haben es natürlich, es kommt zunehmend auch das Problem der Pflegeversicherung mit hinzu. Und wir werden da, das wird eine der großen Entlastungen in der Debatte über zunehmende Migration sein. Wir kommen ohne zunehmende Pflegekräfte beim besten Willen nicht aus. Aber es muss Schritt für Schritt vorangehen. Wir haben das Thema bei den Gesundheitsausgaben. Übrigens, lassen Sie sich auch da nicht täuschen, mich. Was fand so erfrischend, wie Sie das Thema ein Stück relativiert haben, jedenfalls in den Bedrohungscharakter. Die Aussage, dass die Menschen in den letzten Lebensjahren mit Abstand einen viel höheren Anteil an Kosten für das Gesundheitssystem, welcher Art auch immer, privat oder öffentlich verursachen, hat mit der demografischen Entwicklung nur begrenzt zu tun. Meistens ist man eben ein bisschen krank, bevor man stirbt. Ja, in den letzten Jahren zunehmend. Das liegt in der Natur der Sache. Man muss vor der Dramatik solcher Aussagen. In den letzten Lebensjahren, das heißt dann, wenn die Leute 5 Jahre weniger alt würden, würden sie weniger Gesundheitsgesetz, nein, sie würden halt 5 Jahre vorher krank sein, sonst würden sie eben, ist so. Enne Botta, wir sind ja alles Offenburger, jedenfalls im Anfang, hat ja mal zu mir und nicht nur zu mir gesagt, ja, wer nicht alt werden will, muss halt jung sterben. Vor die Alternative gestellt, beklagt man zunehmende Lebenserwartung. Nicht unbedingt so leichtfertig, obwohl ich gleich hinzufüge, es ist so. Die Älteren werden nicht unbedingt, jedenfalls muss man immer sich anstrengen, dass man mit zunehmendem Alter nicht unzufriedener oder kritischer oder sorgenvoller wird. Das weiß man ja auch, dass Ältere plötzlich anfangen, sich mehr Sorgen zu machen, obwohl sie gar keinen Grund haben, nicht? Ich sage immer zu jungen Kollegen, ihr müsst euch eigentlich viel mehr Sorgen machen um unsere Probleme. Ihr habt jedenfalls länger darunter zu leiden als wir, die wir älter werden. Aber das ist auch so eine Art, die man nicht zu sehr sich machen muss. Ich könnte jetzt alle die Fragen ausführen, was das für die Produktion von Gütern, für Nachfrage, für die Veränderung von Konsum bedeutet. Natürlich fragen ältere Menschen andere Dinge nach als jüngere Menschen. Darin stecken Chancen. Zum Beispiel mag es sein, dass die Tourismuswirtschaft in Deutschland ganz neue Chancen hat, weil Ältere, die immer noch Geld haben, um touristische Angebote nachzufragen, nicht mehr unbedingt jedes Jahr auf die Malediven fliegen, um zu tauchen. Was anderes kann man dort ja demnächst wegen der Klimaveränderung auch gar nicht mehr machen als tauchen. Aber zum Tauchen kann man sicher noch lange auf die Malediven fliegen, sondern es wird Naherholung, kurzzeitige, interessante, es wird andere Nachfrageangebote geben. Das heißt, ich glaube schon, wie Herr von Weizsäcker, dass viele Dinge sich ein Stück weit, Menschen sind ja und Gesellschaften auch anpassungsfähige Systeme. Viel mehr als wir glauben. Was Menschen aushalten können, ist ja unglaublich. Das Einzige, womit sie nicht so richtig zu Rande kommen, ist steigender Wohlstand. Je besser es ihnen geht, umso größere Schwierigkeiten haben sie. Sie haben das auch am anderen Punkt angesprochen. Aber wenn man sich das klar macht, muss man dann auch wieder nicht zu besorgt sein, sondern es wird sich ein Stück weit entwickeln. Auch die Auswirkungen der Binnenmigration. Ich habe von Migration jetzt gesprochen, der Migrationsdruck weltweit, global. Binnenmigration werden wir auch gewaltige Entwicklungen haben. Es klagen ja auch alle darüber. In Baden-Württemberg eine wachsende Bevölkerung, nicht weil die Geburtenrate bei uns sehr viel höher wäre pro Frau, das stimmt gar nicht, sondern deswegen, weil wir halt, aber das war eine alte Geschichte, in Freiburg haben wir früher gesagt, hoffentlich ertragen Sie den Spaß, das ist aber natürlich ernst gemeint, was ist der Unterschied zwischen einem Storch und einem Preußen? Die Antwort lautet keiner. Kleines Hirn, großer Schnabel und den Drang nach Süden. Nicht? Also Binnenwanderung in Deutschland, Nord-Süd, nicht nur Ost-West. Ja, aber meine Damen und Herren, natürlich hat es Auswirkungen für die Gegenden, wo die Menschen abwandern, wo mehr Ältere und weniger Jüngere sind. Aber ich vermute mal, ich habe es nicht wirklich untersucht, dass es im weltweiten Vergleich viele Länder eine sehr viel weniger homogene Besiedlungsdichte haben als Deutschland. Und worüber also klagen? Vielleicht werden wir in Zukunft eben noch mehr Regionen haben, wo es nicht so eine hohe Besiedlungsdichte ist. Und vielleicht werden wir die spezifischen Vorzüge von Regionen mit geringerer Besiedlungsdichte ganz neu erkennen, schätzen
und auch dann wird es auch zu neuer Attraktivität solcher Räume fügen. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ein Großteil dessen, was uns an Sorgen, wenn wir die reinen Prognosen betrachten, erfüllt, kann man ein wenig damit auch begegnen, dass man sagt, das sind ja irgendwo dann auch wieder Systeme, gesellschaftliche Entwicklungen, die sich selber korrigieren, die anpassungsfähig und auch in der Lage sind, sich zu korrigieren. So wie Hölderlin, auch so ein Baden-Württemberger, gesagt hat, in der Gefahr liegt das Rettende nahe. Und deswegen würde ich auch dafür werben, dass wir in der Diskussion über den demografischen Wandel und seine Konsequenzen gar nicht so sehr unter dem Pessimismus pflegen. Die Sorgen haben wir von alleine. Eigentlich ist es viel wichtiger, dass wir versuchen, ihnen ein Stück entgegenzuwirken. Und wir sollten also nicht so sehr die Untergangsstimmung pflegen. Natürlich gibt es jetzt auch populäre Fernsehsendungen, die mit starken Bildern eine hoffnungslos verkreiste Gesellschaft beschreiben. Und es gilt auch für manche Diskussionen in Wissenschaft und Politik. Ich will das nicht kleinreden. Man muss auf die Probleme aufmerksam machen. Je früher, desto besser, weil in der Gefahr das Rettende wächst. Aber wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht mit allzu düsteren Prognosen und scheinbar unausweichlichen Szenarien mehr Angst machen, als angemessen ist. Denn aus Angst, in der Angst wächst nicht die Bereitschaft zur Veränderung. Das weiß man, wer einen Ertrinkenden jemals zu retten versucht hat, der weiß, dass die größte Gefahr ist von der instinktiven Reaktion dessen, der panische oder existenzielle Angst hat und sich gegen Veränderung wehrt. Aber wir sollten eben die Bereitschaft zu Veränderungen stärken, und dazu gehört ein hinreichendes Maß an Problembewusstsein und ein hinreichendes Maß auch an Zuversicht, dass nicht alles verloren ist. Und deswegen halte ich Schwarzmalerei auch in diesem Zusammenhang eher für verhängnisvoll. Denn die scheinbar unlösbaren Probleme führen nicht zu entschlossenem Handeln, sondern eher zu Passivität und Resignation. Wenn man doch nichts bewirken kann, warum sollte man sich anstrengen und etwas dagegen tun? Also brauchen wir eine Diskussion, die beide Aspekte berücksichtigt, die weiß, dass es ein Problem gibt, ein nicht zu unterschätzendes Problem, aber die auch den Willen und den Ehrgeiz hat, das Problem zu lösen. Der erste Teil, die Konsequenzen des demografischen Wandels ist hinreichend bekannt. Und deswegen will ich mehr über den zweiten Teil reden. Wir sind ja in Deutschland nicht mit Ölfeldern oder Goldminen gesegnet. Unser größtes Kapital sind die Menschen, ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, ihr Wissen. Und da liegt ein großes Reservoir an ungenutzten Potenzialen bei älteren Menschen. In vielen Unternehmen und Behörden herrscht die irrige Vorstellung, ältere Mitarbeiter seien weniger leistungsfähig, sie würden den Arbeitsprozess eher bremsen und außerdem seien sie ja noch teurer, das Letztere stimmt im Zweifel, als jüngere Kollegen. Nun können wir ja sogar Bezahlungssysteme ändern. Wir sind nicht darauf angewiesen, das für alle Zeiten so zu lassen, nicht? Dass man sie so macht. Man kann sie auch ein Stück weit kann man ändern. Auch das unterliegt ja durchaus menschlichen Entscheidungen. Und im Übrigen ist es eben die Sichtweise falsch, da körperliche Arbeit nicht so wichtig ist, dass man körperlich die Leistungsfähigkeit ein Stück weit abnimmt, ist wahr. Dass geistige Beweglichkeit auch ein bisschen problematischer wird, ist auch wahr. Dass Innovationsfähigkeit ein Stück weit schwierig mag sein, aber dass Erfahrung umgekehrt auch wichtig ist und dass man deswegen nicht so einseitig nur Nachteile sehen muss, das ist auch wahr und deswegen sollte man nicht ältere Menschen Schritt für Schritt aus dem Erwerbsleben verdrängen. Sie mögen in bestimmter Hinsicht nicht mehr so leistungsfähig sein wie Jüngere. Aber sie haben eben Erfahrung und Reife auch im Umgang mit anderen Menschen. Und gerade die sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen sind ja in modernen arbeitsteiligen Gesellschaften für den Erfolg von Unternehmen, für das Funktionieren von Behörden, aber auch für die Stabilität der Gesellschaft von gar nicht zu überschätzender Bedeutung.
Und deswegen ist möglicherweise eine tröstliche Botschaft, dass uns in einer älteren Gesellschaft ein größeres Maß an sozialen Fähigkeiten und Kompetenz zuwachsen könnte. Man könnte übrigens, da ich jetzt nur über die Älteren rede und nicht über die Kinder, will ich es nur andeuten. Wir haben ja im Moment, und ich glaube, das ist in der Tat richtig, eine der notwendigen Konsequenzen muss ja sein, aus allen Gründen, dass wir unsere Anstrengungen in Bildung, Ausbildung, Forschung intensivieren. Aber nicht nur mehr Geld, auch mehr Geld, selbstverständlich, aber vor allen Dingen mehr Effizienz. Und ich bin immer noch nicht sicher, ob wir wirklich nur, was die Frage der öffentlichen Mittel für Bildung und Ausbildung unsere Probleme haben, oder ob wir nicht auch erhebliche Effizienzreserven haben könnten. Aber jedenfalls wie auch immer, wenn eins unserer Probleme in unserem Bildungssystem, jedenfalls in den staatlichen, die Relation zwischen Lehrenden und Lernenden aus dem Tertiärbereich oder zwischen denjenigen, die ausbilden und den Auszubildenden oder Lehrern und Schülern bilden, können geringere Kinderzahlen natürlich dazu führen, die Effizienz und die stärkere die personale Komponente in unserem Bildungs- und Ausbildungssystem erheblich zu verbessern. Das sollte man auch nicht kleinreden. Im Übrigen, wenn ich zu der bildungspolitischen Debatte dieser Tage nur die Bemerkung machen darf, ganz am Rande des Themas, mich ärgert schon, dass neben allen Problemen, die wir haben, im schulischen und im Hochschulbereich, nicht wenigstens mal gesagt wird, die Zahl der Studierenden hat sich in den letzten Jahren dramatisch erhöht. In den meisten Ländern, selbst in einem von vielen für so altmodisch gehaltenen Land wie Baden-Württemberg, wir sind gar nicht so altmodisch, ist die Zahl derjenigen, ich sage es nur so ungefähr, aber in der Größenordnung bin ich mir ziemlich sicher, die Hochschulberechtigung, Hochschulzugangsberechtigung, also das, was man früher Abitur genannt hat, auf dem normalen, in Anführungszeichen, also Grundschule, Gymnasium erwerben, Abitur, liegt noch bei 50%. Und ungefähr 50% der Studierenden haben ihre Hochschulqualifikation auf andere Weise erzielt. Das heißt, unser Bildungssystem ist durchlässiger geworden. Ich kann auch nicht erkennen, dass unser Bildungssystem sozial selektiver geworden sei, wenn die Zahl der Studierenden seit 6%, wie zu meinen Zeiten, auf 30% oder 40% eines Jahrgangs angestiegen ist. Also man sollte nicht jeden Unsinn immer nur nachplappern, sondern gelegentlich auch mal die Zahlen ein Stück weit überprüfen. Und die Probleme, die wir insbesondere in den Hochschulen haben, sind durch die Erhöhung der Zahl der Studierenden, auf die wir nicht hinreichend reagiert haben mögen, aber nicht dadurch zurückzuführen, dass man den Studierenden einredet, es würde für Kinder aus sozial schwächeren Schichten immer schwieriger als in früheren Zeiten überhaupt zu einem Hochschulstudium zu kommen. Das ist durch Zahlen nicht zu begründen. Aber jetzt bin ich vom Thema abgewichen. Nicht allerdings, um zurückzukommen, die Potenziale, die wir durch die demografische Entwicklung für eine Effizienzsteigerung in unserem Bildungssystem gewinnen können, sollten wir nicht unterschätzen, sondern wir sollten es sehen. Übrigens kommt es bei der Produktivität der Arbeit auch nicht so sehr, und manche, die davon mehr verstehen, sagen weniger als früher auf die Leistung Einzelner an, sondern auf die Gemeinschaft in der Produktivität, also auf Zusammenarbeit. Das ist ja auch die moderne Organisation in Bildungssystemen wie in Arbeitssystemen. Und damit natürlich auch auf die richtige Mischung etwa zwischen jungen Wilden, innovationsfreudigen Mitarbeitern und alten Hasen, die dann eben eher den Erfahrungsschatz und die Gelassenheit haben. Fußballfans wissen ja auch, gute Mannschaften brauchen nicht nur Stürmer, sondern auch Mittelfeldspieler und Trainer, Verteidiger auch und einen guten Trainer. Und die sind ganz selten in erfolgreichen Mannschaften alle unter 20 Jahren alt. Und da sind ein paar Ältere und ein paar Jüngere und ein paar Mittlere. Die Mischung macht es. Dann haben wir ein Potenzial, das wir immer noch nicht, das hat natürlich etwas mit der zurückgegangenen Fertilitätsquote zu tun, und damit müssen wir noch ein bisschen klüger umgehen. Aber noch haben wir nicht die Potenziale in der größten Bevölkerungsgruppe, den Frauen, voll ausgeschöpft.
Wir haben immer noch einen Rückstand, wir sind auf dem Weg, es aufzuholen. Wir müssen noch besser mit der Frage umgehen. Da braucht man etwa eine Generation an Lernerfahrung, bis es geht, bis es dann auch in der Frage, dass es nicht alternativ ist, der Beruf oder Familie, und dass wir damit dann in die U-Kurve wieder aus dem Tal herauskommen. Wir sind in der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ein Stück vorangekommen. Die Frauen haben inzwischen einen Bildungsvorsprung vor den Männern. Sie werden im Durchschnitt die Mädchen früher eingestuhlt. Die Mädchen wiederholen seltener eine Klasse, besuchen häufiger ein Gymnasium. Mehr junge Frauen als junge Männer machen das Abitur. Und sie finden inzwischen auch schneller einen Arbeitsplatz als ihre männlichen Altersgenossen. In mancher Beziehung überholen sie die Männer. Ich hatte, als ich das erste Mal Innenminister war, das liegt jetzt auch schon wieder lange zurück, mich ernsthaft mal mit der Frage beschäftigen müssen, ob wir nicht bei der Polizei, weil wir nur nach Ausbildung, nach Examensergebnissen ausgewählt haben, ob wir nicht eine Männerquote einführen müssen, denn ein paar Männer brauchst du auch noch. Für manche polizeilichen Aufgaben kannst du nicht ausschließlich mit Frauen das machen, brauchst du auch ein paar andere. Aber diese an sich erfreuliche Entwicklung bekommt dann auch wieder Risse, wenn man sich die weitere Entwicklung anschaut. Ich sagte, ein OECD-Vergleich zeigt, dass Deutschland bei der Erwerbsbeteiligung kinderloser Frauen ganz gut ist. Die Erwerbsbeteiligung kinderloser Frauen. Aber wenn man die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern betrachtet, dann fällt Deutschland im internationalen Vergleich stark und ziemlich schnell und unvermittelt zurück. Also viele andere europäische Länder bieten Frauen günstigere Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wahrscheinlich oft auch aus pragmatischen Beweggründen. Im Übrigen geht es auch nicht über Nacht, sondern Männer und Frauen müssen sich darauf einstellen. Deswegen habe ich gesagt, es braucht wahrscheinlich ungefähr eine Generation, bis man sich darauf eingestellt hat. Deswegen sollte man nicht zu schnell den Anstieg von Fertilitätsraten verkünden. Da kann man dann auch Überraschungen unangenehmer Art erleben. Aber es zeigt, welche Möglichkeiten und welche Handlungsfelder und Potenziale wir haben. Also wir werden darüber nachdenken müssen, welche neuen Möglichkeiten wir Frauen geben müssen und geben können, damit sie ihre Talente und Fähigkeiten so einsetzen können, wie es ihnen und wie es uns allen nutzt. Und diese Frage wird natürlich von Tag zu Tag wichtiger, wenn man bedenkt, dass hochqualifizierte Arbeitskräfte zunehmend knapp werden werden, übrigens nicht nur durch die demografische Entwicklung, sondern durch die technologische Revolution, die fort und fort fort und die ja nun einfachere, geringer qualifizierte Arbeit durch technische Entwicklung, technologische Entwicklung immer mehr substituiert. Aber natürlich sollen Frauen, die für die Erziehung ihrer Kinder zu Hause bleiben, nicht stigmatisiert oder zur Erwerbstätigkeit gedrängt werden. Es geht nur darum, aber darum muss es gehen, dass Mütter, wenn sie es wollen, arbeiten gehen können. Und dass Frauen, die arbeiten gehen, Kinder haben können, wenn und wann sie es wollen. Das nennt man Wahlfreiheit, ist nicht ganz neu, aber es ist noch in der Realität nicht so richtig verwirklicht. Da haben wir also ein Potenzial für Optimismus. Denn wo man etwas tun kann, muss man nicht resignieren, sondern kann sagen, lass es uns tun. Wir werden jedenfalls die demografische Entwicklung nicht umkehren, wenn das Bewusstsein nicht Platz greift, dass Kinder auch im Lebensentwurf beruflich erfolgreicher Frauen einen ganz selbstverständlichen Platz haben und haben müssen und haben können und in anderen Ländern auch haben. Dann kommt das Thema noch einmal mit der Integration von Ausländern. Das ist die dritte Säule, die auch Herr von Weizsäcker angesprochen hat. Die Statistiken sagen, dass in Deutschland ungefähr 20% der Bevölkerung, also über 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben. Naja, unter Migrationshintergrund fassen wir auch die ganz unterschiedlichen Gruppen von Zuwanderung zusammen, angefangen von den Opfern von Vertreibung bis zu den Gastarbeitern der 50er und 60er Jahre und denen, die jetzt in den letzten Jahren spärlich kommen. Wir haben ja derzeit eine geringe Zuwanderung nach Deutschland. Die Statistiken zeigen auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund statistisch, nicht im Einzelfall, immer noch häufiger eine schlechtere Schul- und Berufsausbildung haben und demzufolge und geradezu zwangsläufig häufiger arbeitslos sind oder ein geringeres Einkommen erzielen als ihre
Mitbürger ohne Migrationshintergrund. Und das kann sich ein Land mit einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung eigentlich nicht leisten, sollte sich nicht leisten. Wir sind darauf angewiesen, dass Migration und Integration gelingt. Also müssen wir die Potenziale, die wir haben, weitaus besser ausschöpfen, müssen denjenigen, die zu uns kommen, Bildungs- und damit auch Erwerbschancen bieten, müssen sie auch ermutigen und ermuntern, diese Chancen zu suchen. Das ist eine Frage von Fördern und Fordern und ein ganz eigenes und umfassendes Thema. Sollten übrigens auch nicht verschweigen in diesem Zusammenhang, dass wir uns auch in anderer Beziehung zunehmend das Nicht-Ausschöpfen großer Potenziale leisten. Denn es sind keineswegs nur Jugendliche mit Migrationshintergrund. Herr Buschkowski, der ja vielfältig zu Recht auch in der öffentlichen Debatte wahrgenommen wird, pflegt ja darauf hinzuweisen, es komme auf die Ursachen gar nicht an. Wir haben einen Bevölkerungsanteil oder bei den jungen Menschen einen Anteil, der eher gegen 20% steigt, die nicht nur aus Gründen des Migrationshintergrunds, sondern aus ganz anderen sozialen oder soziokulturellen Gründen mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit eine Karriere macht, die von mangelndem Erfolg im Bildungssystem, ohne Schulabschluss, es gibt ja Umfragen in Schulen in Berlin, wo bis zu 20% der Kinder einer Klasse auf die Frage nach ihrem Berufsziel angeben, Hartz-IV-Empfänger werden, weil sie gar nichts anderes aus ihrem Umfeld können. Das ist nicht zum Lachen, sondern traurig zeigt, welche Potenziale wir ausschöpfen können, ja, ausschöpfen müssen, wenn wir bei dieser demografischen Entwicklung es einigermaßen ernst nehmen. Also, Integration ist im Übrigen, das wissen wir auch, das haben wir lange Zeit unterschätzt, kein Selbstläufer. Wir haben ja geglaubt, die Gastarbeiter würden, in der zweiten, dritten Generation hätten wir kein Problem mehr. Wir haben es immer noch. Nicht bei allen, viele sind gut integriert, übrigens Mädchen besser in der statistischen Häufung als Männer. Mancherlei Gründe. Weil die müssen sich durchsetzen gegen Widerstände. Wenn sie es schaffen, haben sie auch Erfolg. Aber ein Teil ist es nicht. Und dort, wo es nicht gelingt, wird es in der Abfolge der Generation, werden die Probleme größer und nicht kleiner. Und deswegen ist es kein Selbstläufer. Und deswegen müssen wir die Anstrengungen verstärken. Das haben wir in den letzten Jahren verstärkt, in Angriff genommen. Das heißt, Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsbevölkerung. Damit fängt es an. Menschen, die sich fremd fühlen, die sich nicht aufgenommen fühlen, die haben eine geringere Chance, die Möglichkeit. Dann kommen Integrationsangebote. Aber natürlich braucht es genauso die Bereitschaft, sich integrieren zu lassen, also fördern und fordern. Und da ist die Frage, wer anfangen will, wirklich die Frage wie nach Henne und Ei. Völlig irrelevant. Es müssen beide Seiten das ihre tun. Und da man in der Kirche immer nur an die Kirchgänger predigen kann, rede ich auf Veranstaltungen mit Menschen mit Migrationshintergrund über ihre Notwendigkeit, Deutsch zu lernen. Und zwar nicht darauf zu warten, dass ihnen der Staat es anbietet, aber bei Convoco rede ich jetzt nicht darüber, sondern darüber, dass wir unsere Hemmnisse oder Vorbehalte gegenüber Menschen, die es schwerer haben, ein Stück abbauen müssen, ihnen zeigen müssen, sie sind willkommen. Und wir wollen sie, ja, wir brauchen sie, wir brauchen beides, dann geht es auch. Und dann kommt das Thema sozialer Zusammenhalt. Auch das Thema will ich bei der Frage, wie gehen wir mit den Folgen demografischen Wandels um, nicht unerwähnt lassen. Neben den Fähigkeiten der Menschen in unserem Land, von Jüngeren und Älteren, Frauen und Männern, deutschen und ausländischen Mitbürgern, gibt es ja noch eine Quelle von Wohlstand, innerem Frieden und Lebensqualität, die uns zunehmend beschäftigen muss. Und das ist sozialer Zusammenhalt. Also Solidarität der Menschen untereinander, überhaupt nur miteinander leben. Oder wenn Sie so wollen, der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Das ist im Zeichen von Globalisierung, zunehmender Mobilität, neuen Kommunikations- und Informationsmedien bis hin zu Anonymisierung, virtuellen Welten, Vereinzelung, keine Kleinigkeit, sondern auch eine der großen Herausforderungen. Aber große Herausforderungen
sind, solange sie nicht unabänderlich sind, immer Chancen, deswegen unter dem Gesichtspunkt von Optimismus zu betrachten. Jedenfalls lebt auch unser Staat, jede staatliche Form, jede Form, jede politisch organisierte Form von menschlichem Zusammenleben davon, wenn sie freiheitlich sein will, dass Bürgerinnen und Bürger von ihrer Freiheit Gebrauch machen. Und zwar verantwortlich Gebrauch machen, weil Freiheit und Verantwortung untrennbar sind. Also, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch für die Demokratie, für Gemeinwohl, und Gemeinwohl heißt konkret auch für andere Menschen, Mitbürger, Nächste einsetzen. Und wer es nicht glaubt, der mag sich, jetzt kommt der Finanzminister, die gegenwärtige Finanzkrise anschauen, die doch wohl gezeigt hat und immer noch zeigt, wohin Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Respektlosigkeit, mangelnde Verantwortung führen. Nicht nur führen können, sondern zwangsläufig führen müssen. Weil wir immer in der Gefahr sind, durch Übertreibung zu zerstören, was wir an Gutem haben. Und deswegen brauchen wir Regeln, Rahmen, Gesetze. Aber zu glauben, wir könnten alleine mit Regeln und Gesetzen und der Durchsetzung von Gesetzen, also Bürokratie und Kontrolle, Freiheit nachhaltig sichern, würde täuschen. Wir brauchen ein Fundament an Werten, an moralischen Bindungen, die die Gesellschaft zusammenhalten, im Alltag, in der Politik, in allen Bereichen. Das ist der berühmte Satz von Böckenförde, dass der freiheitliche Staat oder jede freiheitliche Ordnung von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Wenn wir vor der Folie der demografischen Entwicklung, dass Jüngere knapper werden, dass eine Gesellschaft, die in ihrer Alterszusammenschichtung älter wird, mit all den möglichen Veränderungen, die wir angedeutet haben, die man endlos diskutieren kann und diskutieren muss, wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet und wie sie es bewältigen soll, dann heißt es jedenfalls, dass wir jeder Versuchung, diesen inneren Zusammenhang schwächen zu lassen, auch vor diesem Hintergrund mit großer Entschiedenheit und mit großem Engagement entgegentreten sollten. Viele beschäftigen sich übrigens mit der Frage, was können Älterwerdende, also die jungen Alten, das ist so meine Generation, nicht? Die könnten viel mehr ehrenamtlich tun. Es gehört ja auch zu den verrückten Dingen, dass die Menschen, wenn sie arbeitslos sind, weniger ehrenamtlich sich engagieren, als wenn sie überbeschäftigt sind. Warum eigentlich? Wir könnten das ändern. Wir können es ändern. Wir müssen uns nur den Zusammenhang klar machen. Und der heißt eben, dass auch eine moderne Gesellschaft, ja vielleicht sogar eine moderne Gesellschaft mehr als früher ohne inneren Zusammenhalt nicht dauerhaft bestehen wird. Und deswegen ist dieser Zusammenhalt, das Miteinander, das Einsehen für die Bewältigung der Herausforderungen auch des demografischen Wandels von ganz entscheidender Bedeutung. Ich will Ihnen eine letzte Anekdote aus meinem langen politischen Leben erzählen. Wir haben in den 80er Jahren, da habe ich zum ersten Mal den Wechsel von Opposition in Regierung, was das für Glückswellen auslöst, erlebt. Und dann haben wir darüber diskutiert, dass wir eine große Ungerechtigkeit in unserem gesetzlichen Rentensicherungssystem beseitigen müssen. Nämlich, dass Kinder in der Rentenversicherung keine Rolle spielen. Sie wissen, in der Schreiberschen Rentenreform, oder Sie wissen es nicht, dann sage ich es Ihnen, der wollte auch nicht nur Beitragszahler, also den Generationenvertrag zwischen Beitragszahler und Rentenempfänger, sondern auch nachwachsende Generationen. Das war aber von vornherein ein bisschen teuer und dann hat Adenauer gesagt, braucht man nicht, Kinder haben die Leute immer. Er hat sich getäuscht. Der Alte hat sich getäuscht. Und dann hat sich herausgestellt, das ist die Großweg. Dann haben wir Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung der Frauen, Norbert Blüm, später so viel gescholten, der war übrigens nicht so schlecht, wie er heute gemacht wird. Ist alles nicht wahr. Selbst in Biografien stimmt es nicht, was da alles geschrieben wird, was der immer für ein Schurke gewesen sei, stimmt nicht. Aber dann haben wir für Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung der Frauen darum gestritten. Und der große Finanzminister Gerhard Stoltenberg hat gesagt, um Gottes Willen, wird zu teuer, können wir nicht bezahlen.
Und dann hat man gesagt, ja, nur für die künftigen Rentnerinnen, also nur für die, die in Rente kommen, rechnen wir. Dann hat Gerhard Stoltenberg gesagt, das glaubt er doch selber nicht. Wenn wir das einführen, das wird keine 3 Monate dauern, dann geht da ein Sturm durchs Land und dann muss das für alle Frauen einführen, das kann man nicht bezahlen. Und dann hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gesagt, ach Gerhard, das glaube ich nicht. Die älteren Frauen werden sagen, naja, ich werde nichts mehr davon haben, aber Hauptsache meine Enkeltochter hat es mal besser. Und ich habe da in der Auseinandersetzung geglaubt, Kohl habe recht. Und 3 Monate später wussten Kohl und ich, Stoltenberg hatte recht. Das war die Diskussion um die Trümmerfrauen. Die ältere Generation, also wir, meine Damen und Herren, werden uns 2 Dinge fragen müssen. Erstens, woran liegt es, dass es zu wenig Kinder gibt? Nicht an den Kindern. Ja, logisch. Und die zweite Frage, ist es möglicherweise richtig, dass diese ältere Generation, die einen größeren Anteil, darüber hat Herr Steinbrück gestern Abend sich beklagt, im französischen Dom oder am Gendarmenmarkt, wo er über eine medienpolitische Rede gehalten hat, hat er gesagt, er habe ja mal gesagt, die ältere Generation habe einen unangemessen hohen Anteil an der Verwendung des Bruttoinlandsprodukts. Und daraufhin sei er dann in der Boulevardpresse sehr beschimpft worden. Beides stimmt. Also er ist beschimpft worden, er hatte natürlich objektiv nicht Unrecht. Wir Älteren sollten uns fragen, bevor wir uns über die demografische Entwicklung zu viel Sorgen machen, ob es nicht vielleicht richtig ist, die jüngere Generation zu ermutigen, indem wir ihr Mut machen wenigstens und nicht sie noch mit unseren Sorgen zu sehr zu belasten. Lange Rede, kurzer Sinn, die Herausforderungen des demografischen Wandels sind groß. Und große Aufgaben, meine Damen und Herren, machen Freude. Das ist die Erfahrung von Älteren. Wer keine Aufgaben hat, frustriert. Also haben wir gar keinen Grund zu resignieren. Wir haben viele Möglichkeiten, den demografischen Wandel zu gestalten. Wir haben kein Recht, ihn zu verdrängen. Die Folgen sind unausweichlich, vielfältig. Sie werden stattfinden. Aber sie sind alle beherrschbar. Und zwar mit weniger Risiken als die Risiken, die unser Land alle im vergangenen Jahrhundert ausprobiert hat. Herzlichen Dank.